Servus Leute, willkommen bei mir an einer weiteren fabelhaften Folge Tales of the Neon Sea. Wir machen gleich weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind gerade aus unserer Kanalisationsversteck rauskommen. Und also wir sind ja eigentlich in der Zeit zurückgereist jetzt, aber schauen wir mal, das ist nicht so ungefähr. Nee, es ist nicht die gleiche Maske, oder? Es ist nicht die gleiche Maske, oder Leute? Es ist nicht die gleiche Maske, oder? An old picture with a sense of religious ritual. 7, 3. Ich kann da schon was erkennen. Also 7, ich bin mir jetzt halt mit dem nicht so sicher. Also mit dem aus der zweiten Zeile links, das sieht aus wie ein Kerzenständer, nicht wie irgendein Buchstabe, aber vielleicht kann es auch W sein. Dann wäre das ein I, dann ist das ein 3, dann ist das ein H. Ein V oder ein Y, ein B, 2, 2, 1. Vielleicht hat es ja irgendwas zu tun. No time to visit the bathroom now, I should finish up with BBX. Okay, BBX heißt der kleine Roboter. Ja, klar, natürlich nicht ich heiße BBX, sondern der Roboter. Was ist das? This morning newspaper, let me have a look. It seems like everyone is talking about Augustos participation in the campaign. A brief introduction. Was will ich damit? Ah, wir gehen hoch. Wir kümmern uns mal um unseren ach so netten Roboter. Mit sehr viel Charme und Charakter. Ich kann hochgehen, ich kann runtergehen. Jetzt gucken wir schon mal. I don't have time to go upstairs. Natürlich lässt du mich jetzt nicht runtergehen. Okay, das sieht shabby aus. This place is haunted. Ja, so schaut's aus. Tatsächlich. What's wrong? Why are the lights off? Didn't I tell you to wait for me at the interchange station? I think something is over at... There's something over the armor. Oh, come on. You're a robot that's afraid of ghosts. Just turn on the lights. The lights aren't working. I think the circuit downstairs has malfunctioned. Verdammt, ich komme irgendwie aus der Rolle, Leute. Isn't there anything that still works in the place? Never mind. Let's find out what's going on here first. Schlüssel. Distribution box key? A single row key that can be used to unlock the distribution box. Okay. Was? Oh mein Gott, das hat mich tatsächlich erschreckt jetzt. Es hat mich tatsächlich erschreckt. Was ist los? Es ist kein Horrorspiel. Was soll der Scheiß? Can you please reset the power? I'm starting to freak out. Nein, ich gebe anders hin. Oh Gott. I need to repair the lights first. What lights? Was für Lichter? Ach, da unten. Oh, natürlich. Natürlich. So. Okay, gut. Gut. Oh, bitte töte mich. Okay, gut, das guck mal. Nein! Oh, wie ich dich hasse! Oh, wie ich dich hasse! Oh, ich glaube, ich habe alles kaputt gemacht. Oh, ich glaube, ich habe alles kaputt gemacht. Oh, ich glaube, ich habe alles kaputt gemacht. Oh, das wird total scheiße. Kann ich denn einfach das nehmen und das darüber tun? Geht das nicht eigentlich auch? Oh, okay, gut. Oh Gott, diese Puzzle werden mich aufregen, Leute. Oh Gott, werden die Puzzle mich aufregen. Verdammt, wieso müssen überall solche Puzzle drin sein? That's it. Time to go back and check the workshop. Dann gehen wir halt wieder hoch. Ich muss jetzt schon schnaufen. Was ist das? Let's see what's going on here. Eine Katze natürlich. Ah, this place really is haunted. Stop being so paranoid. One more crazy world and I have you dismantled.
According to my observations, I think it's a cat. A cat. Listen to that sound, it's difficult to hear clearly, but I'm sure that's a cat meowing. Meow, meow, the armor is stuck, I can't get it open. I need to figure out a way to save this little guy. According to the information I found in the archives, this armor once belongs to an ancient knight, and his spirit is said to live on inside this armor after his death. If the armor is separated from its weapon, the spirit will become enraged and place a curse on the one who dons the armor. It's true, the curse is real. A weapon? I remember seeing a claymore lying around, but I can't remember where I put it. Ich muss jetzt eine Claymore suchen, echt jetzt? Also, natürlich auch die Claymore, es liegt auch einfach nicht mehr da. Die ist auf Wanderschaft gegangen, die Claymore. Als ich dachte, nicht Papier, diese verstaubte Rüstung. Ich gehe nach Frankreich. The cat must have pushed these documents off the shelf. Ja, gut. Take a look at this article here. Mankind is so puts always feeling in a sense. Notes. Das war das. The Eye of Horus represents the blessing of the god and the highest moral power. The ancient Christians were convinced that the Eye of Horus was a great dream. Was brought to an great team by a ba-ba-ba. Said to a mysterious pharaoh, so was esteemed by a quite valuable. Das brauchen wir irgendwann mal. Wir brauchen das noch. An interesting fact is the monitoring system named of is currently being built. The authorities claim that the system is built to protect the personal secrets of citizens, prevent crimes. Okay, komisch wieso, aber okay. Was ist das? Major Candidate, a brief introduced to Augusto as the pioneer of robot politicians. Augusto's reputation among robots is second only to the prophet. He even has some human supporters. Augusto advocates changing the robot situation using political means. He has been working towards this goal since he stepped into the political world. Augusto and his political followers are quite serious about his election and they have embarked on a major campaign drive. Geil, soweit sind wir jetzt schon. Jetzt müssen sich Menschen sogar nicht nur gegenseitig an die Gurgel, sondern es gibt jetzt, was ist das? Die Human Robot War? Nein, ist das die Accident? With the help of the Prophet, a large number of robots began to awaken. Panic and unease began to spread through humanity and various conflicts are those between these two sides. These humans wanted to use the awkward robots for researching purposes. Baba and central attack, in order to avoid possession, blah, accept humanity completely, but the situation didn't improve. Got a places, resources, energy supplies were cut off, the robot were forced to counterattack, blah blah, state of war. Awakened robots from all parts of the world rose up and joined the war, okay. Also irgendwann sind einfach mal Roboter aufgewacht einfach. The war continued for several years until the June of 57, when the threat of the nuclear weapon activated by the Prophet resulting in the beginning of a cold war between the two sides. Es ist kein kalter Krieg, wenn du nukleare Waffen aktivierst. Okay, a truce, a single following intervention of the Prophet and members of the human leadership. Okay, cool. Cool, das ist dieser Accident, den wir hatten. Oh Gott, das ist... Wird schwierig, Leute, es wird schwierig. Oh, guck mal, eine kleine Figur von mir, cool. Most of the Länder können ausgestaut in das Ding, bla bla bla. Ich muss ein Schwert finden. Was will die Katze mit dem Schwert? Ah, hier, nimm doch das. Ah, ich muss immer noch nicht runter, okay. Dann gehen wir halt hoch. Habe ich irgendwo ein Schwert gesehen? Ich habe mir, also hier sind ein Haufen Sachen, aber Schwerter. Besonders eine Claymore. Liegt jetzt nicht einfach so rum, würde ich sagen. Haben wir ein Spiegelbild? Oh, wir haben ein Spiegelbild. Wie geil, Leute. Wir haben ein Spiegelbild. Ach, jetzt kann ich da rein. Natürlich liegt die Claymore im Bad. Wo denn sonst? Ja, da natürlich als Wäscheständer. Und hat... Er weiß natürlich nicht, wo es hin hat. Er weiß es natürlich nicht. Irgendjemand hat den aufgestellt. Irgendjemand. War BBX wahrscheinlich. Hat den da aufgestellt. Etwas strange. A sharp two-handed sword, which hasn't rusted despite being stored in a bathroom, slightly suitable for use as a closed hanger. Nee, ganz sicher sollst du einen Claymore nicht als einen Garderobenschrank verwenden. Okay, hier ist auch nichts, was ich tun kann. Summer. Das neue Eau de Toilette.
weiter. Und gib mir mal den Claymore. Also, wie kompliziert ist es jetzt nicht? Schauen wir mal. Ist ja auch eher ein Story-Game, Leute. Ich muss einmal sagen, es wird sehr viel gelesen, es wird hier sehr viel um Story gehen. Es ist weniger als ein Action-Game, als ein Rätsel-Game. Also der Rätsel-Part wird wahrscheinlich irgendwann noch kommen. Stop to hand this word. Ja, gib ihm Claymore. Was? Das war nicht die Katze. Okay? Das war keine Katze. Und das hat er aber anscheinend nicht gesehen. Meow, so you were the ghost in the armor. How did you end up in there, you silly cat? Meow, meow, meow. Something isn't right about this armor. You're lucky you didn't get hurt. Go home, I didn't have dried fish for you today. Oh nein, bleib hier. Oh nein, Memo. Ich will mein Memo. Ich will William. Ich will William. Wo ist William? Ich will die Fall der Katze sehen. Wo ist es? Oh, da ist William. Oh, er ist 2 Jahre alt. Oh, ein Streuner. A black cat who likes to stay clean. He appeared one day at the Mr. Mist's place and has returned ever since for food. He seems to have a thing for cats with white fur. Mr. Mist only planned to kick him out, but William displayed remarkable comprehension and understanding of his directions, leading to him assuming that William must have received some type of special training. Now William often finds himself completing tests or retrieving items in exchange for delicious dried fish. Eine sehr intelligente Katze. Was haben wir erwartet? Das muss ja irgendwas sein. So, und du jetzt? Kannst du jetzt mal bitte zu deiner Station? Dankeschön. Oh. Und das hast du jetzt nicht machen können? Nee. Ah, gucken wir mal an. Nehmen wir mal auseinander, ehrlich gesagt. Brauchen wir eh selber. Wir haben schon wieder irgendwas Neues gekriegt. Oh mein Gott. It seems either the processor or the decoder isn't working. I may remember seeing a processor on the first floor. There are no more decoders left, but I might be possible to get one from other household appliances with a dismantling tool. Okay. Cool. Hab ich schon ein dismantling tool? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nichts. Aber jetzt schauen wir mal. Warte mal, was? Jetzt haben wir neue Dinge gekriegt. Charakterfall ist BBX. Yeah, wir kriegen BBX. Ist 110 Jahre alt? Und er ist männlich? Ja, okay, ist eigentlich egal, aber Occupation Housekeeper, okay. A very old robot with some legacy military fittings. It's difficult to find parts for his model nowadays. Today, to its outdated design, this type of robot only functions well upon receiving detailed instructions. Oh, aber er hat so viel Charakter. Er hat so viel Charakter, er ist so süß. Und er wird nervig, ich weiß es aber. Erstmal nicht. Wir müssen für dich Prozessoren. Warte mal, da war noch was. Was? I need to fancy. Ah, okay, alles gut. Ah, hier ist noch was. Was ist hier? Es sind 4 Zahlen. Dankeschön. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Also, es sind 4 Sachen, Leute. 4. Ich würde 7322 eingeben, aber es wäre halt. Es hat irgendwie keinen Zahlencode da dran. Also 7322. Na verdammt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das bist du. Vielleicht haben wir auch einfach noch nicht die. Was ist jetzt das? There's some small text on the back of the table. If you forget the code, ask Horus for help. Es ist genau das. Ich hab's gewusst. Es ist genau das. Was ist das? Ach so.
Hier ist natürlich der Übersetzungstext zu dem, was wir gerade hatten. Also 7 ist der Pfeil runter, 3 ist dieses komische I und 2-2 sind diese vollen Rauten. Okay, gut. Ja, ist okay. Danke, runter. Dann kommt das I und dann die vollen Rauten. Zack, Enter. Und was kommt hier raus? Mein Dismantling cool. Dead Space 2, Leute. Alright, now I can check with. Can check with household appliances have a compact. Okay. Also alles, was irgendwas hat, ein Prozessor oder eine GPU, war das jetzt? Nee, oder? Hier drin? Nee, okay. Ah, nimm das Radio auseinander. Nimm den Kühlschrank auseinander. Hier, die Waschmaschine. Ja, okay, stimmt eigentlich. Nee, wir nehmen die Leuchte hier. Wir nehmen die Leuchte. Wir können die Leuchte nicht nehmen. Nein, okay. Habt ihr das gerade gehört? War mein Fenster schon die ganze Zeit auf? Achso, man hört den Wind von draußen. Okay, das ist cool. Was ist das? Alter Fanzis, this play with, so I'm not about to take it apart. Nein. Ja, komm, nimm die Getränkekiste. This is the metal, I need to go back to kitchen booth in the future, not gonna happen. Alter, bist du faul? Reparier dein Ding. Du hast doch gar nichts hier, was du sonst auseinandernehmen kannst. Unglaublich, ich muss jetzt im Bad irgendwas auseinander. Was willst du im Bad aus? Was hast du im Bad an Elektrogegenstände gehabt? Eigentlich gar nichts. Ja. Genau so sieht es nämlich aus. Nix. Ah, kann ich jetzt nach unten? Jetzt kann ich wahrscheinlich nach unten, oder Leute? Gehen wir nach unten jetzt. Ja, jetzt kann ich natürlich nach unten. Okay. Was? Sollte mir dieses Bild hier Sorgen machen? Bin mir nicht sicher, sollte das mir Sorgen machen? Sieht auf jeden Fall nicht vertrauenserweckend aus, muss ich sagen. Okay, ja gut, ist okay. Gehen wir mal weiter. Schau mal. Hier ist gar nichts zum Auseinandernehmen. Oh, was ist das? Old Police Department Skill Trophy. Trophy? Now filled with cat food. Trophy, ist wahrscheinlich Schreibfehler, egal. Ist da wirklich Katz? Was ist das für ein Poster? Oh mein Gott, was ist das für eine Statue da hinten drin? Nein, ist auch ein Poster, okay. Why are you still here? Mr. Perry is probably looking for you now. Meow. This little guy wants to play with me. I better pretend I didn't see him. Nein, du spielst jetzt mit ihm. Ich wollte mit ihm spielen, Leute. Ihr könnt mir das nicht übel nehmen. Was ist das? I ate. There's some to be a processor in the box up there. Ah, okay, I can't reach it. How did it get up there? I need to find a way to re... there are many books about genetic diseases on the shelf. In order to catch Noah, I have done quite a lot of researching in this area. I wonder if that guy is still alive. Okay, also haben wir schon sowas wie so ein Erzfeind im Endeffekt? Sag ich jetzt mal, können wir nicht einfach den Stuhl nehmen oder irgendwas? Okay. Da kommen wir schon mal nicht hin und wieso hängt da einer an der Decke? Nicht fragen, Leute. Einfach keine Fragen stellen. So. Nein, ihr wollt ja nicht das Mäntel. Da haben wir doch was hier. Das Mäntel, doch das einfach so mir wurscht. Natürlich. Natürlich, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber er baut einfach irgendwas auseinander. Universal Digital Decoder Smart Device Complete with a Wide Range of Electronic. Wieso? Entweder hat er drei Waschmaschinen. Ich blick's aber noch nicht. Irgendwas. Habt ihr das schon wieder gehört? Ach, ich hör den Topf. Oh mein Gott, was ist nur los? Stewed Potatoes again. I really need to find some work soon. Okay. Kann er sich nichts mehr anderes leisten als Kartoffel? Das ist ein armer Detektiv. Ein sehr armer Detektiv. Aber mit dem Haufen Klump hier drin, was ist denn los? Ich habe auf jeden Fall mal den Prozessor. Also kann ich hier mal hoch? Nee, oder? Ich brauche noch. Ich. Halte mal. Nein.
Geh mal da lang. Was? There are no little wizards living here. Oh, eine Harry Potter Reference, Leute. Eine Harry Potter Reference. Nice. Nein, du sollst nicht nach oben gehen. Ah! Vielleicht gehe ich jetzt erstmal zu BBX. Dann hat er vielleicht irgendwas für mich und dann kann ich. Und dann kann man da machen. Ich hab doch den einen. So, süß. No item available. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Wir gehen jetzt nochmal runter. Das ist eigentlich der einzige Raum, wo wir reingehen können. Ist ja nicht so, dass ich irgendwas verschieben kann. Kannst du die nicht für mich holen? Ah, okay, okay, du kannst sie für mich holen. Du kommst mit der Dude, have you forgotten who saved you earlier? Meow. I bet this kind little thing just want me to play with him. Ja, natürlich den getrockneten Fisch, Leute. With some delicious dried fish. How does that sound? Man doesn't seem to be interested and shakes his head slightly. What, you don't want dry fish? I thought it's your favorite. I bet this cunning little thing just wants to play with me around. Take you out for a walk. Yeah! Wanna have some fun outside, right? Once I'm done here, I'll take you for a walk. Just get the box down for me. Meow, meow. Und sie so bang, bang, bang. Was willst du? Mann, Menschen sind so nutzlos. Immer muss alles sich tun. Zack, zack, zack. Und jetzt zack. Der Prozessor ist kaputt. Schmeiß einfach den Prozessor vom Schrank, alles gut. Braucht kein Schwein. Here's dry fish, we agreed on. No, you don't want it. No, alright, I know you want to go outside. Just give me a moment to replace BBX false parts and I'll be right back. Meow, meow. Okay. I've collected all the parts I need, now let's go back to the workshop. Gut, gehen wir rein. Und wo ist Williams denn jetzt? Wartet er schon vor der Tür? Er wartet schon vor der Tür, wollen wir wetten, wie so ein Hund, der die Leine bringt. Tatsächlich, ich hab gewusst, er ist vor der Tür. Wo ist das so süß? Oh. Aber sag mir nicht, du leinst jetzt an, oder? Das wird schon etwas cringe? Weißt du, komisch? Bist du irgendwie komisch? Rein damit! Hoffentlich läuft jetzt besser. Zack, nice, the chips are fixed. Let's test the logical signals. Match the frequency to the preset. Shape the turning to the button. Nein, why? Why? Oh, ich hasse es. So, und dann. Schon so, aber andere Geschwindigkeit. Jetzt da. Ach Gott, okay, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Ah. Geschwindigkeit schneller, höher, breiter. Zack. Und Geschwindigkeit normal. Zack. Das muss. Ist alles nicht so schön irgendwie, muss ich sagen. Ah, halt, da war's. Jetzt, ich hab's schon gesehen, Alter, hier. Und dann die Geschwindigkeit noch. Zack. So, haben wir alles. Das war ein relativ einfaches. Einfach, ist das schon to do it? Let's try restarting BBX. How do you feel now? Beep, beep. Hey, what's going on? BBX? Beep, beep. Can you still talk? Nein, wir haben BBX geschrottet. Damn it, it exploded. Kenny irgendwer. BBX, are you still with me, buddy? It looks like BBX has activated its emergency hibernation mode. Er ist tot. It's gonna cost me an arm and a leg to find a mechanic. I have to buy the part and fix it myself. Was ist ihn gekillt? Was ist ihn gekillt?
Mann, bist du scheiße. Aber jetzt kann ich wirklich mit der Katze raus. Halber Android, Cyborg, was auch immer. Gehen wir runter. Warte mal, es wird mich ein Arm und ein Bein kosten, um... Oh nein. Das war jetzt keine Anspielung auf vorher, oder? Leute, ich kann leider nicht weg. Ihr müsst leider damit leben, dass da die Katze jetzt... Ich kann es euch einmal zeigen. Hier, so sieht die Katze aus. Weil ihr seht schon, wo mein Greenscreen aufhört. Anders kann ich gar nicht. Ich könnte zwar schon alles rumschieben, aber es wird dann nur wieder ein Text folgen. So, süße Katze. Gut gesehen. Miau. Can't I get a moment of peace around here? Okay, William, time for a walk, I promised. Nice. Gehen wir. Let's go, William. Ja, komm, William. Wieso bleibt er stehen? So, nee, kein Bock mit dir. Kein Bock mit dir zu gehen. Nee, machen wir nicht. So. Eine weiße Katze. Did he just ditch me for a female cat? Alles lustig. Echt, meine Luna ist auch weiß und die Luna meiner Freundin. Also, sieht so aus. Ich habe eine Luna, einen Hund, der ist weiß. Komplett. Meine Freundin hat einen Hund, die. Auch ungefähr die gleiche Größe, zwar andere Rasse, aber heißt auch Luna und ist schwarz. Super lustige Geschichte. Besonders wenn wir versuchen, der eine irgendwas zu sagen und die andere tut es dann. Lustig. Did he just ditch me for a female cat? He was begging me to play with him just a minute ago. I guess before Paul stands true. I guess galls before Paul's galls. Egal, even for cats, okay. Oh well, I didn't visit the repair shop anyway. Gut, was hast du zu sagen? Arnold is my best friend, I made him a kite, but Arnold's grandmother doesn't like me, so I'm not sure whether I'll be able to give him the kite. Also soll ich für dich... Okay, gut, wir gehen weiter. Wo müssen wir... The Major Election, okay, also... Puh, schwer. What do you want to chat about? Recent gossip, the election and vote. Have you decided who you're gonna vote for yet? The election? Since when you're interested in that? Because one of the candidates is a robot this time. I'll be voting for a human either way. I don't think robots stand a chance this time because you know who is also running for the election. What do you want to chat about? Also, recent gossip, machen wir das. Do you have any gossip? There are one thing actually, maybe you've already heard about it. Some people are terrified because they saw some strange shadows moving near the entrance of the sewers, but I didn't see anything when I went there. They say that there are paranormal beings there. What do you want to chat about? Okay, wir haben unsere Informationen schon zu dem Geist, können wir jetzt gehen, was ist das? I can't believe people are still putting up posters like this. When will human and robots be able to put aside their differences? Ja, ist halt schon komisch. Wenn es menschlich... Ey, egal, da brauchen wir jetzt nicht lange überholen. Hello, you would like Lollipop? Lollipops are my favorite! Ja, bitte, krieg ich einen Lollipop? Wieso nimmt er keinen Lollipop? Was hat der zu sagen? Why is it taking so long? Woof, woof. Are you hurting again, Cheese? Cheesy? Take this painkiller. I promise that you'll be released from this body very soon. Okay. Ich geh jetzt erstmal weiter. Ich werde jetzt erstmal gucken, was sagt der alte Angler. You can fish for all sorts. Nein, was? You can fish? Shh, be quiet. You're scaring off my harvest. Ich hab da gelesen, ich hab gefettfingert, das kannst du mir doch nicht so sagen. Und was will die... I wish I could see what city Sky City is like. I hear that everyone is carefree there. Oh, hello, hot stuff. Do you want to come? Be carefree with me? Hehe. Natürlich. Love. Nothing of interest up ahead. Don't get any further. Okay, gut, dann gehen wir hier rein in den Repair Shop. Da, wo wir eigentlich hin wollen. Aber ich will die Dialoge schon sehen. Was? Repair Shop? Thursday 9.10.20.21.40. Okay. Hallo? Ist hier jemand? That strange nobody is here. Der Roboter ist hier. Oh, es ist doch jemand hier, nur ein Hologramm. Wer ist das? Ja. Okay. Oh, it's you. I thought it was a customer.
Another customer? Oh man, do you have any cheap decoder or processors? I'm busy in the back. The second-hand stuff is all over there. Go check it out for yourself. Okay, ich schau's mir an. Keine Sorge. Ich schau's mir an. Da gucken wir mal, was drin ist. Aber nein, Leute, die Folge ist schon vorbei. Ich weiß, meine Endings sind heute katastrophal in letzter Zeit, aber damit müsst ihr leben, genauso wie ich. Deswegen, ich wünsche euch noch einen erholsamen Tag oder Nacht oder Abend oder Morgen, wann ihr auch immer ihr dieses Video seht. Ich würde mich immer wieder ein Like freuen, über ein Abo natürlich auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Servus!